Wow, ihr Pferdenerds. Ich schon wieder. Guck mal, da steht sie rum und träumt. Warum träumt sie? Organisiere. Ja, sie organisiert, ne? Gerade. Organisieren, ja, machen wir WhatsApp-Gruppe. Hab ich gerade. Musst du noch ein Profilbild einstellen, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Leute, verrückte Idee. Der Besitzer hatte eine Idee. Erzähl mal. Ja, also ich hatte euch ja schon in dem Video hier, ich verlinke euch das jetzt mal, von einigen am Trubel und so weiter und Stress erzählt und das auch mit einer der Gründe war, warum sich das bei uns sehr, sehr, sehr gebremst hat, sage ich jetzt mal so. Und nun haben wir also mit dem aktuellen Besitzer gesprochen und der hat uns vorgeschlagen, ja, naja, der kommt da zu uns. So, und ich so, ja, wie denn zu uns? Ich so, naja, weil ich bräuchte einen Reitplatz, ich müsste ja irgendwie meine Schüler, ich müsste ja Unterricht anbieten können weiter und so, und wie soll ich das machen? Weil ich kann ja hier vielleicht Pferde hinstellen, aber ich darf ja hier nichts bauen. Er so, ja, nö, da darfst du nichts bauen, aber bei mir darfst du schon was bauen. So, ja, naja, wie groß muss denn das sein? Ja, so 20 mal 40 so ein Reitplatz halt, ne? Also zumindest irgendwie, dass man da drauf vernünftig arbeiten kann. Ja, ja, das passt hier hin. Dann haben wir uns angeschaut und ich dachte so, ja, okay, das passt wirklich hier hin. Ja, und dann, was brauchst du noch? Ich so, na, ich brauche eine Raufe, einen Zaun und Wasser. Ja, na, Wasser haben wir ja im Brunnen. Raufe müsst ihr kaufen, ne? Heu haben wir, ist klar. Kauf aber so eine ordentlich große, damit ich da das nur den Ballen da reinschieben muss. Ich so, ja, ja, wenn, dann machen wir es groß. Ja, gut. Brauchst noch was? Ich so, ja, wir müssen halt irgendwie organisieren. Wie machen wir das? Und ich bin ja da. Ja, naja, und wo bringen wir die Sättel unter? Naja, zur Not stellen wir halt einen Bauwagen hin. Oder beziehungsweise können vielleicht den einen oder anderen Raum hier schon nutzen. Ja. Und ganz ehrlich, Leute, mir fällt gerade nichts ein, was denn uns davon abhalten sollte, das einfach mal zu tun. Also ist noch nicht so komfortabel. Wir werden ja auch nichts bauen auf der Fläche, weil die uns noch nicht gehört und wo noch keine Genehmigungen vorliegen. Machen wir alles ganz korrekt. Natürlich mal alles. Es gibt auch kein Klo. Nur ja, zur Not mal vielleicht da irgendwie über privat und so. Aber so wie ich und kein fließend Wasser. Ganz ehrlich. Ja, naja, und angesichts des Stresses auf dem bestehenden Hof gerade und den Vorteilen, dass man dann hier immer vor Ort wäre und so weiter, überwiegen derzeit da die Vorteile. Warum wir die Idee so nicht schon mal vorher verfolgt haben, weiß ich auch nicht. Faszinierend. Ja, und jetzt kann das alles ganz schnell gehen und sind wir ganz plötzlich in, ich weiß gar nicht, ob wir den Ort schon genannt haben, irgendwann wird es demnächst dann sichtbar werden oder zumindest für die Schüler bekannt werden, ja, wie es aussieht, wenn jetzt nicht noch was dagegen kommt. Wir rechnen das nachher alles durch. Ja, das müssen wir natürlich gucken, ne, dass wir nicht teurer kommen, weil das würde unsere Situation ja irgendwie dann auch irgendwo verschlechtern letztendlich, aber ja, gut. Aber klingt nicht so. Klingt jetzt erstmal nicht danach, aber wir werden das auf jeden Fall checken. So, komm mal mit. Was? Ich habe mich mal kurz hier, was sie guckt, hier in den Räumen, die wir schon dann schon nutzen könntet, so als kleines provisorisches Reiterstübchen, sage ich mal. So, geh mal rein. Und ein bisschen links halten. Das Hufeisen kennt ihr ja schon aus den vorherigen Videos. Aber war vorhin die Frage, von wegen ist ja Strom da. Geh mal einen Schritt weiter und guck mal nach rechts, das ist ein Lichtschalter. Benutzt die mal. Hier ist Licht. Das ist Strom. Es werde Licht. Ja, und da hinten auch. Wir hatten das Thema schon. Und da ist der provisorische Holzofen. Das sind wir dann bereit zu akzeptieren. Später will ich ja nichts mehr verbrennen. Aber wir hatten das Thema schon und ich habe das verworfen, weil ich dachte, nee, du, ohne Strom und Wasser und so, also nicht mal Strom, das wäre ja furchtbar. Und nichts Beheiztes oder so. Aber da ist ein Ofen, da ist Licht, könntest heiß Wasser machen und so. Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Das ist jetzt die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Wir rechnen das nochmal durch und wir haben in letzter Zeit so häufig uns so Dinge beantwortet in Richtung, ja, wieso eigentlich nicht? Wo wir uns gedacht haben, okay, wir machen das jetzt einfach. Ich glaube, das wird zu den ähnlichen Aktionen gehören mit, wir machen das jetzt einfach. Und aktuell ist mir gerade einfach alles lieber, als das, wie es gerade ist. Ja. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr im Kopf frei. Ja. Aber das wisst ihr ja schon. Gut, dann würde ich sagen, wir denken nochmal drüber nach nachher und dann melden wir uns nochmal kurz mit dem dann Resümee, wenn wir nochmal ein bisschen aufgeschrieben haben und so. Ja, machen wir. Genau, dann bis später. Jo.
Jo, wir haben ja nun versprochen, uns nochmal zu melden. Ist ein bisschen später geworden, bisschen, als wir eigentlich dachten. Bisschen, wie immer unser bisschen hier. Das bisschen. Aber, kurz und schmerzlos, ja, wir machen das jetzt. Weil wir das ausführlich durchdacht haben und vielleicht nicht bis ins letzte Detail überlegt haben, aber auf jeden Fall ausgerechnet haben, was das nun finanziell bedeutet. Und uns sicher sind, auch wenn es an sich erstmal mehr Arbeit anfällt, es insgesamt entspannter werden würde als vorher. So. Und finanziell tatsächlich auch ein bisschen günstiger. Ja, ein bisschen. Das liegt aber vor allen Dingen daran, und das würde ich jetzt deswegen vor allen Dingen sagen, damit nicht die Idee aufkommt, so, yeah, dann kann ich mir auch einfach irgendwo eine Wiese suchen und einen Pferdehof aufmachen. So einfach ist es nämlich nicht. Es wird nämlich deswegen vor allen Dingen leichter, weil wir jemanden haben, der selber Maschinen hat und deswegen Arbeiten wie Heu fahren und Wasser nach vorne fahren und so weiter machen kann. Weil wenn wir das jetzt erstmal noch irgendwie selber organisieren müssten oder selber Maschinen kaufen müssten oder so, dann würde das vorne und hinten nicht hinhauen. Und wir haben das Glück, dass wir halt etwas haben, was wir mit nutzen können und so. Also wenn wir da auch jetzt irgendwie erstmal noch was bauen müssten oder so, das würde halt auch nicht gehen. Naja, Bauwagen und so wäre noch eine Ernte, aber es ja, aber wäre schon noch mal was anderes, ja, gerade was ja. Strom angeht oder so. Ja. Als die Situation, die wir jetzt haben. Aber ich nehme euch jetzt mal kurz hier runter. Also das ist mal kurz unsere monatliche Kalkulation. Genau. Da sind aber die eigenen Stunden von Steffi nicht dabei, die noch dazukommen. Ja. Weil abäppeln und Sachen reparieren und machen, tun, organisieren und so weiter, das ist ja noch nicht dabei. Und weil ihr da jetzt auch was zum Thema Lohn seht, wir haben das jetzt so gelöst, dass wir den Besitzer bzw. der uns die Fläche da zur Verfügung stellt, auch anstellen und er sich eben darum kümmert, dass immer Heu und Wasser da ist und uns eben die Fläche zur Verfügung stellt und halt auch seine Maschinen dafür nutzt. Deswegen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass das so funktioniert. Ansonsten würde es nämlich nicht gehen, weil das können wir halt nicht leisten. Wir sind halt nicht immer da. Also es ist halt nicht garantiert, dass wir immer da sind. Ups, falsch rum. So. Und deswegen brauchten wir dafür auf jeden Fall auch eine Lösung. Und ja, wir müssen jetzt selber abäppeln, aber bei dem Stall, wo wir vorher waren, wurde halt einfach nicht abgeäppelt. Also hätten wir theoretisch auch selber abäppeln müssen, aber das war halt da auch technisch nicht umsetzbar, weil es halt so riesen Wege waren und so, und da ist halt nichts mit, ja, ich fahre mal nach hinten und fahre dann mit der Karre immer hin und her oder so, das funktioniert halt nicht. Genau. So gesehen hat sich die Sache jetzt nicht geändert, nur dass wir jetzt die Möglichkeit haben, selber abzuäppeln und das dann dementsprechend so zu halten, wie wir das gerne wollen. Ja, und so wie es aussieht, wird das jetzt alles relativ schnell gehen. Steht jedenfalls nicht so viel im Wege, wir wissen noch nicht genau wie. Mhm. Werden wir euch aber dann, glaube ich, Schlag auf Schlag auf dem Laufenden halten. Ich glaube, da wird sehr, sehr viele Videos zu geben. Genau. Und vielleicht nochmal eine Größenordnung, obwohl wir jetzt keine Maschinen investieren müssen, obwohl da jetzt nicht großartig irgendwas gebaut wird. Ich muss mal noch weiter rauszoomen. Ja, das ist gerade so super nah Aufnahme. Haben wir trotzdem Investitionen, größenordnungsmäßig so fast 3.500 Euro, die wir jetzt da ausgeben. Diverse Ausstattung, bisschen Werkzeug, so große Anschaffungen wie Futterlöffel, Gartenkiste für den Reitplatz. Die Raufe ist mit die größte Anschaffung. Für die Pferde nochmal Weidetröge, Sattelböcke. Spinnt nochmal ein zusätzlicher. Wir haben uns jetzt fürs Heizen doch umentschieden, wird einen Ölradiator geben, der dann noch warm hält, wenn wir da nicht da sind. Zumindest also so, dass es nicht total arschkalt da drin ist. Genau. Und was haben wir noch? So ein bisschen Ausstattung. Hier Weidezaunset ist auch nochmal ein größerer Punkt. Wir haben uns doch dazu entschieden, jetzt eine kleine Toilette anzuschaffen, eine provisorische Komposttoilette. Da hat Steffi was Cooles gefunden. Hui. Da wird's. Ja, ich bin so groß. Da wird es demnächst dann auch nochmal ein Video geben, glaube ich, wo wir die dann zusammenbasteln. Hm? War doch die Idee jetzt, ne? Ja, ja, seid gespannt. Seid gespannt. Mal sehen, was draus wird. Irgendwas werden wir schon zusammenbasteln. Ja, so ein bisschen was hier, Dualgassen und einen Anbinder werden wir gebaut bekommen. Ja.
Wassercontainer ist momentan noch ausstehend, das haben wir noch, glaube ich, wissen wir noch nicht genau. Das haben wir vertagt. Das haben wir noch ein bisschen vertagt, der kommt noch. Jedenfalls, wenn wir das verteilen auf die, die Nutzungszeiträume bei den ganzen Geschichten, kommen wir dort auf einen monatlichen Betrag, weil wir das mal als Abschreibung betrachten, von um die 50 Euro, die in die Kosten dann einfließen. Ja. Wer das genauer mal wissen will, schreibt mal in die Kommentare, gerne noch mal was dazu sagen, aber ja, ansonsten mal Abschreibungen googeln oder so. Wir versuchen halt diese Kosten mit zu betrachten, weil das wird dann irgendwann wieder anfallen. Nach der Nutzungsdauer muss es neu angeschafft werden, ne? Und deswegen, man darf das nicht nur als Einmalausgabe betrachten. Genau, im Grunde könnt ihr das halt auch so betrachten, wir schaffen ja Sachen an, die wir später für den Hof dann eh brauchen. Und dadurch, dass die jetzt, bevor der Hof existiert, schon genutzt werden, nutzen sie sich ja sozusagen auch schon ab. Und deswegen geht halt monatlich ein gewisser Betrag ja, dafür mit drauf. Aber das ist gerade für die, weil wir kommen noch zwei Leute mit. Also ich ziehe nicht nur mit den drei Pferden um, sondern halt noch mit zwei weiteren. Also dass wir fünf sind insgesamt. So dass es für die aber immer noch deutlich günstiger ist, als wenn wir das jetzt in unserem Team zu dritt die 3.500 ausgegeben hätten. Dann hätte jetzt jeder ja, über 1.000 Euro in die Hand nehmen müssen oder so dafür. Und so sind es halt quasi 50 Euro im Monat, die dann dafür anfallen, über ja, die wir halt unter uns aufteilen. Genau. Jo. Dann machen wir das jetzt einfach, oder? War das nicht irgendwie so der Spruch? Ja, genau, wir machen das jetzt einfach. Also seid auf jeden Fall gespannt, es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran, lasst dem Video gerne ein Like da, ihr kennt ja die ganzen Sachen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht. Das wünsche ich mir jetzt auf jeden Fall. Und ja, bis dann. Ciao. Ciao.